Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Ja, so schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei uns in der Lebensfreude Lounge. Und ich habe mir gedacht, vielleicht reden wir heute mal über die goldene Mitte, weil ich allein heute Morgen schon ganz, ganz viele Erkenntnisse neu gewonnen habe über das Thema, ich sag mal so, über die eigene Größe tatsächlich finden und anerkennen. Und gleichzeitig auch demütig sein. Und ich würde einfach mal meine Gedanken teilen und dann können wir so ein bisschen darüber reden. Weil auf der einen Seite geht es ja ganz viel darum, dass wir unsere eigene wahre Größe anerkennen. Dass wir wirklich erkennen, hey, das bin ich und ich bin groß und ich bin wertvoll und das bin ich alles. Ne? Und auf der anderen Seite, dass wir auch sehen, dass das ein Segen ist, den wir geschenkt bekommen haben. Dass wir nicht in so eine Art spirituelle Arroganz verfallen, sondern wirklich auch anerkennen, dass das ein Segen ist, dass wir demütig dem gegenüberstehen können und das lernen dürfen. Und dann kam mir so das Beispiel Schüler und Lehrer. Weil wir ja zum Beispiel als Mentoren, wir sind Lehrer, ja. Wir sind Lebenslehrer, wir begleiten Menschen dabei, ne, zum Beispiel eben mehr in die Lebensfreude zu kommen. Und gleichzeitig haben wir ja auch Mentoren an unserer Seite, die dessen Schüler wir sind, wo wir wirklich bewusst auch sehen dürfen, hey, wir lernen jetzt hier auch mal Neues. Und da ist mir aufgefallen, man darf auch noch mal rausgehen, wenn man sich jetzt sowas hier anhört, wie unseren Podcast oder wenn wir einen Call hören von einem unserer Coaches oder so, dass wir dann wieder bewusst in diese Schülerrolle gehen und uns quasi zurücknehmen und nicht quasi da durchlaufen mit, ach, das weiß ich alles schon, gibt's mal noch was Neues, sondern dass wir uns das wirklich anhören, als würden wir es zum ersten Mal hören. Auch wenn wir es zum tausendsten Mal hören, aber wirklich nochmal in diese Schülerrolle reingehen und gleichzeitig um die eigene Größe zu wissen. Weil in dem Moment, wo wir ja mit unserem Coach zusammensitzen, ist es ja meistens, also da ist es ja eher so, dass ich dann nicht in dieser Lehrerrolle bin, aber trotzdem darf ich mich in meiner Größe anerkennen. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, wie wichtig das auch ist, einfach allen Menschen so zu begegnen. Das heißt, für diejenigen, die uns jetzt hier auch zuhören, ist es ja auch so ein Ding, also wir sehen diejenigen ja auch in ihrer vollen Größe. Also klar haben wir jetzt hier unsere volle Größe und stehen hier als Mentorin, als Lebenslehrer oder wie auch immer. Und gleichzeitig die Energie ist nicht diejenige, dass wir unsere Zuhörer jetzt zu Schülern machen und jetzt irgendwie klein machen oder wir sind irgendwie größer oder höher oder was auch immer und unsere Zuhörer sind kleiner, sondern dass wir tatsächlich, wir sind in unserer vollen Größe und teilen unser Wissen, unsere Erkenntnisse, unsere eigene Lebensreise und du als Zuhörer bist genauso in deiner Größe gesehen von uns. Und der Gedanke kam mir heute Morgen. Wow. Ganz toll, dass du das ansprichst. Ich habe gerade so gedacht, wenn man das uns alles in der Kinderstube schon beigebracht hätte, wenn es darum gegangen wäre, was für machtvolle Wesen wir wären, wenn wir das immer gehört hätten,
Wenn wir gehört hätten, wie einzigartig wir sind, wie besonders wir sind, was für ein besonderes Potenzial in uns ist und dass es in diesem Leben um eines geht, die eigene wahre Größe zu leben und sich auch bewusst zu sein, dass wir uns damit immer unsere Lebenswirklichkeit im Außen erschaffen. Und dass es auch darum geht, wirklich dem Herzen zu folgen. Und dass es auch darum geht, dass indem ich meinem Herzen folge, wirklich auch alles für mich möglich ist. Ich damit nicht nur meinem Herzen folge, sondern auch meinen Träumen folge. Weil die Ideen und Gedanken, wovon wir ja alle als Kind geträumt haben, die Prinzessin auf dem Schloss oder keine Ahnung, was auch immer, die waren ja in uns und die sind auch immer noch in uns, sind nur verschüttet. Und dann stecken wir das so ein bisschen beiseite. Naja, so die Prinzessin, so Luftschlösser bauen, die Prinzessin irgendwo im Schloss, das geht ja nicht. Und da kommen so diese ganzen Muster auf. Und was mir da immer hilft, ist, mir die Frage zu stellen, wenn das Spatzenhirn mir mal interessante Dinge erzählt, muss man so zu verniedlichen, hey, mach mal Stopp, was, wenn es doch möglich wäre? Und natürlich geht es auch in gewisser Weise darum, den Kinderträumen zu folgen, aber dann vom Erwachsenen-Dasein sich zu fragen, wie schaut denn meine Lebenswirklichkeit aus? Wirklich, von Herzen. Du hast gerade ein paar interessante Aspekte dazu. Nee, ich bin gerade angerufen worden, deswegen, ich wollte, Ah, ich weiß, okay. Aufzeichnung ist, aber ja, ich Hat bin man dich angerufen. gehört? Egal. Okay, ich dachte, du wolltest da was zu sagen. Genau. Wenn wir uns das mal vorstellen, wenn wir darin immer bestärkt worden wären. Und wenn wir jetzt mal noch einen Schritt weitergehen und uns mal für eine Sekunde vorstellen, wenn jeder auf dieser wunderschönen Welt sich dessen bewusst wäre, hätten wir dann den Frieden und all das draußen, was wir eigentlich gerne, was jeder ja gerne träumt von, wenn man die Menschen so, was wünschst du dir im Außen? Weltfrieden. Das fängt bei uns selbst an. Wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, wenn wir so eine Sekunde uns vorstellen, jeder auf dieser Welt ist sich seiner selbst so bewusst, seiner wahren Kraft, Größe, Stärke und Energie, dann könnte niemand von außen uns manipulieren und, keine Ahnung, im Hinblick auf Streitereien und Krieg und was auch immer, ohne jetzt da einzutauchen. Und das ist auch, glaube ich, jetzt so das Zeitalter, die Zeitqualität, wo immer mehr Menschen sich dessen so tendenziell ahnungsweise bewusst werden. Ist ja auch eines der Gründe, warum wir uns auf diesen Weg gemacht haben, den Menschen dabei zu helfen, da das zu erkennen, raus aus der Ohnmacht, rein in die wahre Macht. Und das ist auch der Grund, warum es immer mehr Mentoren, Coaches, Berater da draußen gibt, weil genau das ist es, was die Welt braucht. Begleitung. Und da jeder ein einzigartiges Potenzial in sich trägt, wenn ich manchmal höre, dass mir jemand sagt, ja, mit dem Thema, da gibt es ja schon welche da draußen, da gibt es ja schon welche, die da begleiten. Nein, du kannst nur auf deine einzigartige Art und Weise jemanden da draußen begleiten, was dich ausmacht. Zu uns finden ja auch nur die Menschen, die sagen, okay, kann ich mir vorstellen mit den beiden. Und so kennen wir ja auch welche, wir suchen uns Mentoren ja auch so aus, dass wir sagen, okay, ja, ganz interessant, aber matcht jetzt nicht gerade. Da matcht's mehr. Gehört ja dazu. Ein anderes Beispiel fällt mir gerade ein, Stichwort Ernährung. Als ich mich mit Ernährung beschäftigt hatte und so ein bisschen in die andere Richtung, erstmal vegetarisch, dann vegan, dann war ich ja auch eine Weile zum großen Teil rohköstlich unterwegs. Da gab es so viele Bücher auch am Markt. Da gab es welche, die haben mich überhaupt nicht angesprochen. Und dann gab es auch welche, die haben vermutlich vom Inhalt ja das Gleiche erzählt, aber da hat es gematcht, da hat es gepasst. Von demjenigen konnte ich es annehmen. Da hat mein Kopf gesagt, ja, stimmt, ist was dran. Jemand anderes hat es auf eine andere Art und Weise gesagt, ist an mir vorbei. Ja, das kennt man ja vielleicht auch,
Oh, mir fällt da ein ganz, ganz einfaches Beispiel ein. Wenn du, ich meine, das wäre bei dir und Roman so gewesen, dass du halt natürlich, du hast uns ja dann auch gekocht, ne? Und wenn es dann irgendwie, ich weiß jetzt, nehmen wir mal Brokkoli als Beispiel. Brokkoli gemacht? Nee, nee. Wollen wir nicht, will Roman, wie auch immer. Und dann hat er es aber woanders irgendwo probiert und auf einmal, oh, Brokkoli schmeckt voll gut, ne? Kann was mit dem Ego machen, Ja. aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass man es von einem anderen vielleicht besser annehmen oder aufnehmen kann. So wie zwei Coaches vielleicht genau die gleiche Aussage treffen, aber der eine macht es halt mit seiner Energie und der andere mit seiner. Und das kommt einfach anders an. Und dann Ja. kommt es darauf an, was besser matcht. Und geht jetzt nicht darum, dass jetzt jeder Coach werden muss oder jeder irgendwie Begleitung oder sowas. Es geht nur darum, dass wenn du den Wunsch hast, irgendwas zu tun oder wenn in dir so ein Gedanke ist, so ein ganz kleiner Gedanke, oh, das wäre cool, das würde ich gern machen, aber das gibt es schon so viel. Darum geht es, das zu verstehen, dass es dich ja nur einmal gibt. Genau. Dass du das gewisse Etwas bist, was es braucht, was es erfolgreich macht, was es ja zu dem Besonderen halt macht. Was du eingangs noch angesprochen hast, ist auch etwas, was ich auch immer mache, wenn ich mir was anhöre von meinem Coaches oder von unseren derzeitigen Coaches. Und sobald mein Kopf mir sagt, ja, kenne ich ja schon, habe ich ja schon gemacht, ich mache wirklich sofort einen Gedankenstopp und höre es mir an, als wenn ich es zum ersten Mal hören würde. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ja nie irgendwo ein Stillstand da, auch wenn wir glauben, wir treten auf der Stelle, aber dennoch ist kein Stillstand da. Es ist ja immer alles irgendwo in Bewegung. Auch die Wand hier, auch wenn die vermeintlich fest ist, auch die ist in Bewegung. Alles ist in Bewegung. Wir sehen es nur mit unserem bloßen Auge nicht wirklich. Zum Beispiel, wenn ich einen Baum angucke, dann sehe ich nicht wirklich das Blatt wachsen. Wenn ich aber mit einer Kamera drauf gehe im Zeitlupentempo, dann sehe ich schon, wie sich da alles entfaltet. Das mal noch als Beispiel, um den Kopf da jetzt mitzunehmen. Und das kennen wir ja auch alle. Wir hören ein Hörbuch oder sehen einen Film. Zum 100. Mal hören wir oder sehen wir etwas. Und dann kommt eine Szene, wo wir denken, das war doch vorher da nicht drin. Oder ich lese ein Buch zum 10. Mal und denke, die Passage war vorher nicht da. Und das ist so ein Indiz dafür, dass wir immer mit einem etwas veränderten Bewusstsein, einer etwas anderen Wahrnehmung oder wir sind gerade in einem anderen Seinszustand, andere Dinge hören und denken, das war vorher nicht da. Und dann kommt noch ein wichtiger Aspekt dazu, solange ich ja dann auch denke, kenne ich schon, habe ich ja schon gemacht, ja, brauche ich nicht. Damit signalisiere ich ja auf der anderen Seite, dem Universum, kenne ich schon, keine Weiterentwicklung möglich. Stillstand. Weil das Universum sagt ja immer ja zu dem, was ich ihm sage. Wenn ich sage, kenne ich schon, brauche ich nicht, ja, okay, dann ist es halt so. Wie im Restaurant, wenn der Kellner mir noch gerne ein super leckeres Hausdessert kredenzen möchte und erkenne ich schon, habe ich ja schon mal gegessen, ja, brauche ich nicht. Naja, dann stell das mir nicht hin diesmal. Eigentlich hätte ich es aber gerne. Das war schon noch ein gutes Beispiel. Deshalb ist das so wichtig, sich da immer darin zu üben, so viel wie möglich darin zu üben, sich zu öffnen und ja, gleichzeitig Lehrer und Schüler zu sein und das auch zu bleiben. Entspricht ja auch unserer Evolution, immer Weiterentwicklung, lebenslanges Lernen. Ist ja auch eigentlich in unserer Natur, in unserem Naturell angelegt. Als Kinder sind wir ja wissbegierig. Wir wollen ja wissen, wir wollen ja Neues entdecken und. Nur durch gewisse Systeme, ohne darauf näher einzugehen, weiß jeder, was ich damit meine, ist das gedeckelt worden. Und diejenigen, die sich dann auch noch diese Wissbegierde bis zum gewissen Alter noch beibehalten haben, die wurden dann als Streber bezeichnet. Und dann hat man sich nicht dazugehörig gefühlt. Dann hat man Dinge getan, kenne ich von mir auch, um sich dazugehörig zu fühlen. Ich kann jetzt nicht da weiter mich dafür interessieren.
Die ganze Klasse hat einen Vierer-Durchschnitt. Also muss ich auch gucken, einen Vierer-Durchschnitt zu haben. Krasses Beispiel nur mal, ne? Ja. Ja, es ist wirklich so. Also wenn wir jetzt mal jemanden nehmen, der gerne Mathe mag, ne? Aber grundsätzlich irgendwie eher vom unsicheren Typ ist oder so, ne? Und dann ist so die allgemeine Meinung ist ja, Mathe ist doof. Wer mag schon Mathe, ne? Derjenige wird sich wohl nicht gegen die ganze Klasse stellen wollen, sondern wird dann lieber auch sagen, ja, Mathe ist doof. Und das sind Ja. so die Dinge, das ist jetzt dieser Begriff der Affirmation, also Glaubenssatz, das, was ich immer wieder wiederhole in meinem Kopf oder was ich immer wieder sage, immer wieder denke, fange ich irgendwann an zu glauben. Und dann fängt er auch irgendwann an zu glauben, Mathe sei doof. Und Ja. dann sehen dementsprechend halt auch vielleicht die Noten aus und so, aber mal ganz abgesehen davon. Und das ist ja das, was so den ganzen Tag passiert, wenn wir denken. Immer wenn ich was denke, ah, das ist doof, das ist doof. Zum einen manifestiert sich ja in meinem Leben immer wieder das, was ich die ganze Zeit denke. Deswegen auch da nochmal aufpassen, was wir denken. Und es mani also ist das, was ich glaube. Und es wiederholt, wiederholt sich und wiederholt sich. Und genauso kann ich ja auch dann dafür sorgen, kann ich mir ja erstmal überlegen, was will ich denn wirklich glauben? Was will ich denn Genau. wirklich denken? Was will ich denn wirklich in meinem Leben haben? Genau. Das ist so der große Unterschied. Ja, auch so dieses Selbstbildnis, was man hat. Klassisches Beispiel: Ich kann nicht singen oder ich kann nicht malen. Wo kommt denn das her? Weil wir den Richtlinien in der Schule nicht entsprochen haben. Ich erinnere mich an ein Bild, da gibt es sogar noch ein Bild von mir aus der Klasse, aus der Grundschulzeit, also ist schon ein paar Jährchen her. Ich weiß nur, da hatten wir so Schwarz-Weiß-Maltechnik gemacht. Das hat mir so viel Freude gemacht. Ich war sowas von stolz auf dieses Bild. Deshalb kann ich mich noch so gut daran erinnern, das Klassenfoto. Dieses Bild hängt noch in dem Klassenraum hinten an der Wand. Ich weiß noch genau, wie sollte, wie es ausschaut. Auch wenn es schon ein paar Tage her ist. Und ich habe damals, glaube ich, eine 5 gekriegt für dieses Bild. Ich war so stolz und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Das war das schönste Bild ever, was ich gemalt habe. Hat aber nicht den Richtlinien oder der Auffassung vom Lehrplan entsprochen. Keine Ahnung was. Oder singen, genau das Gleiche, weil wir uns für gewisse Dinge nicht interessiert haben oder nicht so in dem Moment den Ton getroffen haben, haben wir angefangen zu glauben, ich kann nicht singen. Was für ein Unsinn. Jeder von uns kann doch singen. Jeder, absolut jeder kann singen. Es ist noch niemand begegnet, der nicht singen kann. Das ist die Bewertung und Beurteilung dafür. Ja, manche haben ein Faible dafür und gehen auch in die Richtung und machen da mehr mit. Andere halt nicht, mein Gott. Also Ermutigung, all diese Dinge mal zu hinterfragen, was du bis eben glaubst, was du nicht kannst, was du nicht sollst, was du nicht darfst, was du nicht bist. Oder auch so, ich bin halt so. Ja, klar, ich bin so, wie ich bin, aber in meiner Einzigartigkeit, so bin ich. So darfst du Ja, dich sehen. und das ist genau das, weil diese Frage, wer bin ich denn überhaupt, das ist ja etwas, was sehr, sehr, ja gut, das kann in jede Richtung gehen. Entweder du freust dich total über diese Frage oder du hast sie. Ja, wenn du keine Lösung findest, nicht weißt. Ja, und das wird natürlich auch sehr aufgebauscht. Und diese Frage, dass das die wichtigste Frage ist, die du dir im Leben stellen kannst, und das stimmt auch. Auf der anderen Seite kann das auch eine gewisse Schwere mitbringen. Ist ja klar, ne? Und da finde ich es wichtig, wenn man so weitergeht, man erhält ja im Leben Antworten auf diese Fragen. Wenn man sich selbst immer wieder hinterfragt, wenn man Selbsterkenntnisprozesse durchlebt, wenn man Selbstreflexion macht, indem ich mir gewisse Fragen stelle. Da kann ich ja eine Antwort von der Frage erhalten. Aber ob ich jetzt die eine ultimative Antwort bekommen kann, die alle Zeit gültig ist, das weiß ich jetzt nicht. Und das glaube ich auch nicht. Weil wir sind ja immer wandelbar. Wir sind ja immer veränderbar. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade also quasi diese Frage, wer bin ich, die kannst du für den Moment beantworten.
Und dann darfst du auch da wieder alle Identifikationen loslassen. Dass ich mich jetzt nicht dran festklammere. Mein Name ist Madeleine Viola Milena. Ich habe eine Firma oder ich bin Geschäftsführerin von Provita. Oder ich bin Deutsche oder ich bin Auswanderin. Oder all die anderen Begriffe, die sich mittlerweile auch auf meinem spirituellen Weg in mir gefestigt haben, die mir geholfen haben zu verstehen, wer ich bin und wie meine Energie aussieht, auf jeden Fall, aber gleichzeitig mich nicht daran schon wieder festzuklammern. Also alles, was mir so wiedergespiegelt wird, wo mir gesagt wird, hey, du bist das und das ist schön und das mag ich so an dir, dass ich all das annehmen darf als Geschenk und sehen darf, hey, ja, das bin ich alles, stimmt. Und gleichzeitig das Ganze auch wieder loslassen kann, weil die wichtigste Frage ist ja auch, wer bin ich denn ohne all das? Wer bin ich denn ohne mein Business? Wer bin ich denn ohne als Mentorin arbeiten zu können, wenn ich das jetzt nicht mehr dürfte? Oder wenn ich, wer bin ich denn ohne mein Geld? Wer bin ich denn ohne meinen Partner? Wer bin ich denn dann? Und sich die Frage beantworten zu können und dann eine Klarheit im Innern haben zu können. Ja, ich bin dann immer noch wertvoll und ich bin dann immer noch lieb und ich bin dann immer noch Gott. Wenn man sich damit mal beschäftigt und radikal sich diese Frage stellt, kenne ich auch von mir, da kommt so eine Art Angst auch irgendwo auf. Man hat so das Gefühl, so wie so ins Bodenlose zu fallen. Dann habe ich nichts mehr, wo ich mich dran festklammern kann. Das Ding ist nur, da kommt man auf eine gewisse Art und Weise mal wirklich in Kontakt zu dem, was wir sind. Unendlich große Wesen. Und so unendlich große energetische Wesen, dass unser Kopf das eh nicht greifen kann. Und dennoch haben wir alle schon mal was von gehört, dass es eine große Energie gibt, die alles in Schwingung bringt und die ja auch uns belebt. Und jetzt belebt sie zum jetzigen Zeitpunkt den jetzigen Körper. Und dann wissen wir auch alle, dass Energie nie verloren geht. Irgendwann hat sie angefangen, den jetzigen Körper zu beleben und irgendwann geht die Energie nochmal aus dem Körper raus. Wir wissen aber auch, Energie geht nie verloren. Also gab es uns ja auch alle irgendwo schon mal auf irgendeine Art und Weise in irgendeiner Zeitepoche oder in vielen Zeitepochen schon vermutlich. Ich glaube auch die meisten, die uns hier lauschen oder uns auch sehen, sind auch alte Seelen. Die tragen so viel Wissen und Weisheit in sich und gerade deshalb fühlen sie sich ja auch hier von uns angezogen, weil sie sich mit diesen Sinnfragen des Lebens beschäftigen. Und da kann ich wirklich nur ermutigen dazu, dass du ziemlich sicher eine alte Seele bist, viel, viel mehr in dir verborgen ist, als du es eben dir vorstellen kannst. Und dass du auch beginnen darfst, an dich und deine Einzigartigkeit zu glauben. Denn wenn wir es auch mal unter dem Aspekt sehen, dass du möglicherweise und wir alle schon viele frühere Leben, wo auch immer und wie auch immer, in welcher Form auch immer schon hatten und Energie nie verloren geht, es gab uns ja auch damals in der jeweiligen Zeitepoche nur ein einziges Mal. Also ich habe so durch gewisse Atemtechniken, die ich mitgemacht habe, jahrelang auch immer wieder verschiedene, bin ich immer wieder so, ohne, das kann man auch nicht forcieren, das kommt einfach, in verschiedene Zeitepochen eingetaucht, wo ich in verschiedenen Körpern war, in verschiedenen Ländern, auch mal in einem Tierkörper oder sowas war. Da kann man sagen, was für eine Fantasiererei, ja. Aber es hat ja auch alles irgendwo seinen Sinn und ich bin auch kein Freund davon, jetzt in der Vergangenheit rumzuwühlen. Aber dieses Wissen, was ich mir ja damals angeeignet habe, diese Energie, die da angedockt ist, die ist ja jetzt auch immer noch irgendwo da. Das sind ja, ist ja vereint irgendwo im jetzigen Körper. Und das ist auch der Grund, das kennen bestimmt viele, die uns hier lauschen, auch, wo du manchmal denkst, kommt das jetzt her? Wo habe ich denn diesen Geistesblitz jetzt hierher? Oder du unterhältst dich mit jemandem, du wirst das gefragt, das kenne ich auch nur zu gut von mir, wo ich denke, wo kommt denn das jetzt her? Das habe ich nirgendwo nachgelesen.
Was spricht denn da gerade aus mir? Das ist so die logische Erklärung dann noch für den Verstand, für den Denker, damit wir den auch im Boot haben. Es geht ja nicht darum, den Verstand, den Denker auszuklammern. Der Beweis dafür, da ist so viel, was wir einfach mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Ja. Aber da gibt es viele Themen, auf die ich jetzt noch eingehen könnte. Aber das erste Wichtigste fände ich jetzt auch mal noch zu sagen, warum ist es überhaupt so wichtig, sich von diesen Identifikationen loszulassen? Warum ist das überhaupt so wichtig? Warum soll ich das machen? Weil passiert ja nichts, ne? Sache ist halt, eins der Dinge ist halt, dass wir gerne, wenn wir uns mit Dingen identifizieren, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit dem, was von außen so ist, wenn ich mich damit identifiziere, dann stecke ich ja auch viel tiefer in meinen Problemen drin. Weil dann auf einmal, dann ist alles so hautnah und ich denke, oh mein Gott, die Welt geht unter, weil dann identifiziere ich mich nämlich teilweise auch damit. So, und wenn ich wieder rausgehe aus dem Ganzen und das Ganze mal aus dieser Warte betrachte und sehe, ah, okay, das sind meine Gedanken, das sind meine Gefühle, okay. Ja, ich bin ja auch nicht mein Körper, sondern ich bin in meinem Körper. Ich wohne in meinem Körper. Okay. Ne? Das ist ja dann alles gar nicht mehr so schlimm. Wenn ich das aus einer höheren Warte betrachte. So. Und da finde ich es auch nochmal ganz wichtig, dass wir jetzt keine Weltflucht betreiben. Dass wir jetzt da nicht irgendwie sagen und so spirituell abheben. Da fehlt uns nämlich dann die Erdung. Dass wir dann sagen, ach, oh, ist ja eh alles egal, ne? Einer meiner Coaches hat so ein klasse Beispiel gebracht, was einfach auf den Punkt bringt, im Thema der Elternschaft, Vaterschaft. Ich kann jetzt hingehen und einfach sagen, ah ja, die weltliche Probleme, da, ne, ist alles weg von mir, weit entfernt und so, ich schwebe doch eh nur hier oben und na, ich bin das ja alles gar nicht. Aber wenn das Kind die Windeln voll hat, ändert das nichts an der Situation. Ein Da gutes müssen die Beispiel. Windeln gewechselt werden. Ne? Da kann ich nicht einfach rausgehen und sagen, oh, na, wird sich schon irgendwie ergeben, ist doch alles nicht so schlimm. Nein, die Windel muss gewechselt werden. Und das so als Beispiel, es gilt immer beides. Und deswegen habe ich das Ganze so angefangen mit der goldenen Mitte, weil es ist nicht nur eins. Wir denken in unserem menschlichen Verstand, oder das ist ja auch das, was wir beigebracht bekommen haben, es gibt eine Antwort. Und es kann entweder nur A oder nur B sein. Und das geht ganz, ganz vielschichtig. Ne? Aber es ist immer alles. Und das dürfen wir verstehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich mal verstanden habe, dass es immer alles ist. Weil ich habe immer, am Anfang, ich habe auch immer gesucht, okay, was ist denn jetzt die Wahrheit? Bin ich jetzt dieser Körper? Ist das jetzt ein Problem oder ist das kein Problem? Bin ich einfach irgendwie viel größer als das? Bin ich jetzt Schüler und lerne jetzt gerade was zum ersten Mal? Oder bin ich in meiner vollen Größe? Ne? Und dass wir das wirklich erkennen dürfen, dass es alles ist und das immer zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist so ein ganz, ganz großes Learning, finde ich. Diese ja, Paradoxie des Lebens anzunehmen und anzuerkennen und daraus sich dann seinen eigenen Weg zu bahnen und wirklich zu finden, hey, das ist es, das ist so, das ist meine. Ich mag vielleicht noch ein Tool da gerade teilen für diejenigen, wo der Kopf ja sagt, ja, ist alles einfacher gesagt als getan. Ich hocke jetzt gerade da in diesem Thema da drin und weiß gar nicht, wie soll ich da jetzt eine andere Sicht drauf kriegen? Etwas, was ich auch sehr, sehr gerne gemacht habe, gerade in den Anfängen, wo ich mich in eine andere Richtung begeben hatte und nicht wusste, wie funktioniert das und gedacht habe, boah, nimm dir einen Zettel und schreib einfach mal deine jetzige, ich sage jetzt bewusst Herausforderung, bewusst nicht Problem, Herausforderung auf den Zettel drauf. Und dann legst du den auf den Boden und stellst dich auf den Stuhl oder stell dich auf den Tisch, der ist noch ein bisschen höher. Mach's, wenn du alleine bist. Und dann guckst du aus dieser Vogelperspektive da drauf und atmest mal. Du wirst merken, dass dein System auf eine andere Art und Weise da runter guckt und denkt, ja,
ist schon viel kleiner geworden. Rein von dieser Sichtweise. Also das klingt ein bisschen spooky, aber das hat mir immer total geholfen. Nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen. Nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen. Und wenn du es mit dem Tisch machst, dann guck, dass der Tisch wirklich stabil ist und dich aushält. Keine Gewähr jetzt. Wir haften nicht für die Folgen, ne? Ja, es ist wirklich so. Es ist, wir versuchen oft so das Leben so kompliziert zu machen, aber das ist es nicht. Das Leben ist ganz einfach. Und das ist das, was passiert, wenn dich das jetzt zum Beispiel triggert, wenn ich das sage, das Leben ist einfach, ne? Und du denkst, das Leben ist doch nicht einfach, das Leben ist kompliziert, jetzt guck dir mal die Situation an und all das, wenn diese Gedanken kommen und die sind mir nicht fremd. Vor allem, wenn man dann in dieser Situation so drinsteckt, und das ist das, was ich meine, wenn ich mich wieder ja rausnehme, dann sehe ich, erstens kann ich dann mal eine Lösung finden. Und dann stecke ich nämlich nicht so drin. Mir kommt dann nämlich immer auch das Beispiel von dem Künstler, wenn du ein, vielleicht, also bei uns in der Schule, im Kunstunterricht war das damals auch so, du hast gemalt, du hast dein Bild gemalt und dann solltest du mal Abstand nehmen von dem Bild. So, weil das von der Ferne so ein bisschen betrachtet, weil wenn man immer nur so direkt darüber ist, dann sieht man das nicht so. Dann sieht man das anders und dann erstmal die Perspektive nochmal wechseln und dann sehen, ah, warte mal, da fehlt noch was oder hier oder das passt schon, da muss ich gar nicht noch mich weiter drüber beugen, sondern das passt schon. Dieses Bild kommt mir da immer, sich halt auch mal so einen Perspektivwechsel zu erlauben, mal aus der Situation rauszunehmen und das mal ganz neutral, so gut es geht, zu betrachten. Ne? Und nicht so tief drin zu stecken, dann ist das Leben nicht mehr kompliziert. Dann ist das Leben ganz einfach. Und es sind diese einfachen Dinge, die so viel verändern. So, die Lösung ist manchmal einfach nur atmen. Die Lösung ist manchmal einfach, den Körper zu entspannen. Oder tanzen oder sich schütteln oder was auch immer. Aber es sind oft diese ganz einfachen Dinge, die Themen lösen, die wirklich die Lösung für die Herausforderungen sind. Ne? Und da gibt es nicht groß, ich muss jetzt hier die perfekte Affirmation anpassen, weil die ist noch nicht gut genug. Oder ich muss jetzt, was weiß ich, was man nicht alles machen kann. Und es gibt tolle Tools, das will ich jetzt auch nicht irgendwie sagen oder so. Es gibt tolle Tools, mit denen man diese Dinge einfacher machen kann. Und trotzdem brauchen wir nicht nach dem nächst komplizierteren Werkzeug zu suchen, die nächst neueste Methode irgendwie auf dem Markt, sondern meistens geht es einfach nur wieder zurück zum Ursprung, atmen und entspannen. Mehr ist Ja, es nicht. genau. Hast es dann, und dann kommt die Lebensfreude. Und dann so einfach. Ja, wir dürfen auch da mehr in der Frage sein, wie kann es jetzt leichter gehen, wenn man sich irgendwo so gefangen fühlt? Was ist jetzt sonst noch möglich? Wenn man so das Gefühl hat, ich bin jetzt wirklich in so einer absoluten Down-Energie. Ja. Dann mach doch mal deine Lieblingsmusik an und wag mal ein Tänzchen mit dir selbst. Du wirst merken, es hat sich im Außen dann nach den 3 Minuten Tanz nichts geändert, aber du fühlst dich anders. Und ja, das fällt dann nicht leicht, dann halt zu denken, ich habe überhaupt keinen Grund jetzt zu tanzen. Aber mach's mal. Lass dich mal drauf ein. Es hilft so sehr. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Phänomen, was ich bei mir selbst schon sehr oft wahrgenommen habe und mittlerweile einfach auch gut erkennen kann. Deswegen kommt es nicht mehr so vor, dass ich wirklich absacke. Aber es ist so oft so gewesen, dass ich war in so einer komischen Energie, in so einer komischen Stimmung. So, ich fand alles gerade halt blöd, es war alles mies und ich hatte keinen Bock und was auch immer. Und dann ist mir eingefallen, hey, ich kann ja einfach meine Gedanken ändern. Ja, und dann war ich halt da so, ja, will ich das jetzt? Ich will irgendwie in diesem Schlamm sitzen bleiben.
Und das ist natürlich. Es ist natürlich, weil das ist das, was unser System kennt. So blöd sich das anhört, das fühlt sich ja auch einfach scheiße an. Aber trotzdem, dein System kennt sich da drin aus. Im Scheißhaufen quasi. Es kennt sich da aus und es ist eine Art Wohlgefühl, weil gibt einem auch eine Art Sicherheit. Von daher, es geht jetzt auch nicht darum, das zu bewerten oder zu verurteilen oder so. Das ist ganz, ganz wichtig als allererstes. Dass wenn ich merke, oh, irgendwie will ich da drin bleiben, dass dann nicht irgendwie, dass ich mich dafür verurteile, sondern dass ich mich selbst immer noch lieb habe und sage, hey, okay, ich merke gerade, ich will da drin bleiben und komm, wir gehen mal raus. Dass ich mich selber so an die Hand nehme und sage, hey, lass uns doch mal hier raus. Und dann kann ich in meine Größe wachsen. Und das ist vielleicht auch mal unangenehm. Ich hatte das Thema mit der Eigenverantwortung ganz viel. Immer dann, wenn es irgendwie heavy wurde, auch gerade so im Familienunternehmen, ach, ich könnt doch jetzt so wie so ein Kind, könnt mich doch jetzt unter der Decke verkriechen, könnt mir Netflix anmachen, ja, macht die Mama, die macht das schon. Und am Anfang meiner Reise habe ich das auch noch viel gemacht. Und das war dann auch okay. Nur jetzt wird es halt immer schwerer, weil ich mich selbst durchschaue. Und dann wird es halt immer schwerer. Und dann kann ich nicht einfach mehr so entspannt da liegen, weil ich weiß, hey, ich bin immer noch eigenverantwortlich und weiß, dass mir das jetzt gerade nichts bringt. Und manchmal ist auch das richtig, dass ich trotzdem mich hinlege. Und auch da wieder, es ist beides. Und dann aber, dass ich mich entscheiden kann, hey, okay, das fühlt sich jetzt gerade heavy an und das ist vielleicht jetzt gerade unangenehm und da ist halt jetzt gerade Verantwortung tragen und übernehmen gefragt, meine Eigenverantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig, hey, ich mache das jetzt, ich kann das, ich traue mir das zu, dass ich das tragen kann. Und selbst wenn ich es mir erstmal nicht zutraue, dann spreche ich mit jemandem darüber. Dann hole ich mir jemanden an die Seite oder dann lerne ich. Und das ist ganz wichtig, dass in dem Moment, weil wir entwickeln uns weiter und irgendwann wird es ganz leicht, das zu erkennen. Irgendwann durchschaust du dich ein. Da kannst du dir nichts mehr vormachen. Ne? Und dann bist du halt an dem Punkt, wo du merkst, okay, ich würde mir jetzt gern hinlegen und am liebsten klein machen und verkriechen und dich genau in dem Moment aufzubrechen. Und ich sage das jetzt bewusst aufbrechen im Sinne von, du brichst aus dieser Schale raus. Das ist Selbstermächtigung und das ist unfassbar, was dann passieren kann, wenn du dann dich aufrichtest, auch körperlich, ja, es ist auch wieder so einfach, dich aufrichtest und sagst, hey, ich kann das. Ich schaffe das, ich bin das, ich bin eigenverantwortlich und ich liebe mich selbst und ich bin stolz auf mich, dass ich diesen Weg gehe. Und das ist das, was verändert. Und das sind Dinge, die dürfen wir halt machen, die dürfen wir umsetzen im Sinne von, dass wenn ich jetzt weiß, ich komme noch mal in eine Situation, wo ich mich so fühle und ich erinnere mich zurück, dass ich das hier zum Beispiel im Podcast gehört habe, dass ich es dann auch mache. Wenn mir es in dem Moment nicht einfällt und ich dann halt wieder in die Reaktion reingehe, ist das nicht schlimm. Und ich verurteile mich nicht dafür. Und gleichzeitig, wenn ich mich daran erinnere, dass ich es dann wirklich mache, und dann wird es auch immer leichter. Das ist nur dieses Schlüpfen aus dem Ei. Das ist anstrengend. Aber dann bist du draußen und die Sonne scheint und der Frühling ist da und die Blumen blühen und es ist einfach nur schön und du bist im blühenden Leben. Also, es ist so einfach. Ja. Ich glaube, das war eine wunderbare Zusammenfassung jetzt noch zum Abschluss von der heutigen Folge, Madeleine. Aber auch. Genau. Ja, Gut. schön. Dann hören wir uns in der nächsten Folge nochmal, würde ich sagen. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna.
und Madeleine Viola Milliner.